willkommen in meinem neuen Video. Ich habe heute gefilmt, wie ich so meine tägliche Routine verbringe. Also wir müssen ja jetzt im Moment zu Hause bleiben und dann habe ich einfach mal gefilmt, was ich so mache den ganzen Tag. Vielleicht ist das irgendwie eine Inspiration für euch oder ihr findet es einfach interessant, hoffe ich mal. Und deshalb, ja, viel Spaß! Also im Moment wache ich meistens so gegen 9 Uhr auf, weil es im Bett zu warm wird wegen der Sonne. Das hat sich jetzt nach der Zeitumstellung natürlich auch ein bisschen geändert, aber ja, eigentlich ist es immer noch um die 8:30, 9:00. Und ja, dann brauche ich meistens erstmal eine Weile, um wach zu werden. Manchmal lese ich da ein bisschen oder gehe halt sofort ans Handy oder so. Aber manchmal stehe ich auch sofort auf. Und ja, da sieht man nochmal schön, wie die Sonne da rein knallt. Das ist manchmal echt ein bisschen unangenehm. Ja, dann mache ich mich meistens fertig. Also ich habe eigentlich immer die Routine gehabt, dass ich mich jetzt normal anziehe, so wie ich auch mich für die Schule fertig machen würde. Einfach damit ich aus dieser Schlafstimmung so ein bisschen rauskomme, also aus diesem Faulheitsgefühl. Weil mir das halt einfach hilft, irgendwie produktiv zu werden. Weil wenn man jetzt 5 Wochen einfach nur im Bett rumgammelt, dann hat man ja auch irgendwie nichts gemacht oder nichts geschafft in der Zeit. Und ja, ich habe dann für mich beschlossen, dass ich das eher nutzen möchte. Und deshalb habe ich mir halt so überlegt, was ich machen kann, um halt eben immer genug das richtige Gefühl zu haben, um halt eben irgendwie produktiv zu sein. Manchmal gehe ich dann auch noch duschen und dann mache ich Sport. Also ich mache tatsächlich jeden Tag jetzt ein 20-minütiges Workout, wobei 20 Minuten inzwischen nicht mehr wirklich reichen, weil ich die Übungen, die ich am Anfang gemacht habe, jetzt einfach häufiger wiederholen kann und möchte und deshalb mache ich das dann manchmal auch ein bisschen länger. Dann sitze ich eigentlich den restlichen Tag mehr oder weniger am Schreibtisch. Ich mache dann Schulaufgaben oder zeichne was, wie man jetzt da auch sehen kann, so mehr oder weniger. Und ich schaue mir halt YouTube-Videos an und höre Hörbücher oder Podcasts und ja, beschäftige mich halt mehr oder weniger im Internet. Was ich auch sehr viel mache, ist zocken. Also mit Freunden und auch alleine, sowohl als auch. Und dann habe ich euch ja im letzten Video schon erklärt, wie meine Mutter und ich jetzt das mit dem Essen regeln wollen und deshalb koche ich jetzt auch jeden Abend. So, jetzt sind wir auch schon fast am Ende angekommen und ja, also was ihr jetzt gesehen habt, war natürlich nicht alles, was ich den ganzen Tag mache, sonst ginge das Video ja ein bisschen länger. Aber was ich noch sonst so mache, was ich jetzt nicht gefilmt habe, ist zum Beispiel, dass ich mit meinen Schulfreunden skype. Oder halt eben noch mehr irgendwie zocke, auch mit anderen Leuten. Oder dass ich halt irgendwie draußen bin im Garten und so und halt irgendwie Gemüse anbaue und sehe, wie meine Kürbisse sterben. Ja, und ansonsten mache ich nicht so viel mehr als das, was ihr jetzt gesehen habt. Es ist halt nicht so viel zu tun. Und ja, also das war so ein Tag in meinem Leben jetzt im Moment und ich hoffe, es hat euch gefallen. Also ja. Tschüss!